ob du auch wiederkehrend ganz, ganz tief schmerzhafte Erfahrungen in deiner Psyche erlebst, die für die Außenwelt absolut verborgen bleiben, aus verschiedenen Gründen. Und diese ganz schmerzhafte Erfahrungen aber nicht als Symptomatik von Entwicklungstrauma bzw. KPTBS irgendwo zu finden sind. Ich habe diese selbst erlebt und auch bei vielen meiner Klienten habe ich diese Muster beobachten können. Heute habe ich dir drei mitgebracht und nicht nur das, sondern auch die Folgen, wenn du diese nicht angehst und natürlich, was du tun kannst. Ich bin Gabriela, selbst Überlebende von Entwicklungstrauma und ich führe heute mein Institut, begleite dort Betroffene mit Entwicklungstrauma, begleitet von der vollen Überzeugung, dass wenn du deine Erfahrungen, die bis heute dir verschiedene Beschwerden und Herausforderungen verursachen, angehst, dass du wirklich ein Zuhause im Leben und vor allem in deinem Körper finden kannst. Und jetzt freue ich mich auf dich. Das erste dieser Muster nennt sich emotionale Taubheit. Viele meiner Klienten beschreiben das so: Ich komme nicht aus mir heraus. Ich fühle mich wie gefangen. Ich kriege das Leben nicht mit. Oder ich habe dies und das erreicht, aber ich kann das nicht spüren. Egal, was ich tue oder was ich vielleicht auch erlebe und vielleicht dabei sogar lächele, ich spüre das nicht. Das Betroffene emotionale Taubheit, also eigentlich eine Art von Dissoziation erleben, ist natürlich bekannt. Dass es für Betroffene unglaublich schmerzhaft ist, wenn dieser Zustand so lange, und das ist ja, es kann wirklich Jahrzehnte andauern, dieser Zustand, wenn dieser Zustand im Leben bleibt, das ist nirgendwo so richtig festgehalten. Denn was ist die Ursache, dass es einem so schmerzt? Natürlich, weil wir das schon wissen, wie sich das anfühlt, wenn diese Taubheit nicht da ist, sondern ich Gefühle und Emotionen in vollem Spektrum erleben kann und ich wirklich an dem Leben teilnehme und das Leben genießen kann. Dieser Zustand der emotionalen Taubheit kann so schmerzhaft sein. Dieses Gefühl, dass man sich nicht spürt, ob man das sieht, dass ja, mein Arm ist hier, ich weiß, dass mein Herz hier schlägt, ich weiß, dass ich etwas Schönes gerade anschaue und sehe oder dass ich inmitten von einer Situation bin, welche mir eigentlich irgendwie Freude geben müsste, ist so schrecklich, dass nicht selten Betroffene dann in eine Sucht rutschen. Oder versuchen, irgendeine Form der Selbstregulation, ob das eben Selbstverletzung ist oder Selbstzüchtigung ist. Also sie bestrafen sich selbst, nur um sich spüren zu können. Nicht selten werden diese Regulierungsversuche in extremem Sport oder irgendein exzessivem Verhalten dann abreagiert, wo wirklich die Hoffnung noch eben lebt, dass ich durch etwas ganz Extrem vielleicht in das Spüren kommen kann oder ich irgendwas vom Körper endlich fühlen zurückbekomme. Was wird darunter verstanden, dass Traumaenergie sich entlädt? Das sind Zustände im Nervensystem, wo das Nervensystem plötzlich diesen sogenannten letzten Tropfen auf heißem Stein hat und plötzlich sich entladen muss. Du kennst höchstwahrscheinlich mein Video, wo im Kochtopf, nicht wahr, das Wasser ja schon so weit kocht, dass der Dampf den Deckel dann immer wieder einfach lupft, ja, und in die Luft hebt. Genau das passiert im Nervensystem immer wieder, wenn in einem Zustand gerät, wo einfach die Belastung gerade schon so viel ist, dass diese alte Energie, was der Körper all die Zeit versucht, nach unten zu drücken und zu verdrängen, immer wieder mal Kanäle und vielleicht Ausgänge, oder auch Ventile findet. Denn die kommen dann tatsächlich zur Entladung. Ob das kontrolliert ist oder nicht kontrolliert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu sage ich gleich was. Unkontrollierte Möglichkeiten sind natürlich
kennt ihr alle, wenn die Emotionsregulation versagt. Das heißt, dass dein Nervensystem schon seit längerem in einem absolut belasteten Zustand und überreguliert oder unterreguliert, das ist jetzt hier egal, aber in einem nicht regulierten Zustand war. Und durch einen plötzlichen Trigger und Ereignis, durch ganz heftige Emotionen, die ja natürlich auch mit Energie einhergehen, ob das Wutausbrüche sind, ob das Schlagen ist, ob das ist, wo du dann plötzlich vielleicht heftig weinst, aber diese verdrängte Emotionen und Energie damit kommen an die Oberfläche. Ja, warum ist das schmerzhaft für die Betroffene, fragst du jetzt. Naja, weil wenn wir Emotionsregulation plötzlich nicht mehr beherrschen, beziehungsweise das Nervensystem, ja, autonomes Nervensystem, das dann plötzlich freigibt, dann verursachen wir nicht selten Konflikte, verletzen andere und das verletzt uns selbst natürlich auch. Denn diese Menschen, wo gerade die Kognition ausschaltet, sind natürlich nicht mehr Herr ihrer Emotionen. Und all das, was in solchen Situationen passiert, ist eigentlich nicht gewollt. Und da es unkontrolliert ist und geschehen war, tun wir Dinge, die wir sonst nie tun würden. Danach ist natürlich auch die Reue da, aber wir wissen auch, dass diese Dinge, beziehungsweise so weit merken wir das, durch die Reue auch, dass es sehr schmerzhaft auch für uns ist. Es kostet sogar zusätzlich Energie. Also ich kenne auch einfach Fälle, wo diese Emotionsregulation dann plötzlich andere nicht nur verletzt oder eben auch körperlich verletzt, sondern auch irgendwann sich selbst verletzt. Und entweder durch die Reue, also dass ich das erkenne, ich habe anderen verletzt, oder dass tatsächlich die Versuche der Selbstregulation so weit führen, dass dann Substanzmissbrauch dazu kommt, dass dann Selbstverletzung anderer Art dazu kommt, aber diese Ausbrüche und Abreagieren, also Reaktionsflächen, das ist das, was man eigentlich sucht, nicht wahr? Wenn nicht ausreichen, dann geht's weiter und diese Abreagieren wendet sich gegen sich selbst. Es ist dann, glaube ich, einleuchtend, warum das so schmerzhaft ist. Und das Weinen und Rückzug ist natürlich auch schmerzhaft. Denn manche erleben diese Entladungen so, dass sie nur plötzlich merken, dass sie nirgendwo hin mehr gehen wollen, dass sie vielleicht Termine absagen, dass sie nur noch irgendwie liegen möchten, Ruhe möchten und dann nach einer gewissen Zeit aber das Nervensystem in verschiedenen Formen, ob das Weinen ist, ob das vielleicht andere Art von Phasen und Zuständen, also eben diese depressive Zustände sind oder dass diese unergründliche Erschöpfung dann an die Oberfläche kommt, aber es ist immer auch ein Signal fürs Anhalten, weil der Körper gerade etwas verdauen möchte, verarbeiten möchte und eben etwas von ganz tiefen an die Oberfläche kommt. Das kann dann auch sein, dass sie plötzlich, die Betroffenen zum Beispiel, wieder mehr Ängstlichkeit haben. Das kann auch in depressiven Zuständen sein. Mehr Gedanken, die mit Katastrophen beschäftigt sind oder dass ihre eigenen Themen hinterfragen oder was sie eben eigenes getan haben. Und das sind alles Zeichen dafür, dass diese Betroffenen gerade, also auch du vielleicht, mit Themen und mit etwas beschäftigt bist, was vielleicht nur im Unterbewusstsein da ist und dieser Rückzug. Und dann vielleicht auch, wenn du versuchst dort innezuhalten, in dich hineinzuspüren, durch das Weinen oder nach oben an die Oberfläche lassen von Traurigkeit, aber ein Stückchen von diesen alten Gefühlen von aus dem Körper weglassen kannst. Denn durchlebst du womöglich ein Stück oder ja auch mal mehr von diesen ehemaligen Gefühlen, und die sind schmerzhaft. Ein dritter
Möglichkeit von solchen Entladungen von Traumaenergie ist es, wenn der Körper unwillkürliche Bewegungen macht. Also plötzlich zum Beispiel in deiner Muskulatur, wo da unglaublich viel Anspannung über die Jahre herrscht, etwas sich löst. Das kann auch durch somatische Sequenzen passieren. Nicht selten, dass bei mir auch Menschen zum Beispiel mal weinen beginnen. Oder dass du vielleicht unwillkürliches Zittern im Körper merkst. Oder dass du vielleicht Zuckungen hast. Oder dass du während Sprechen Unterbrechungen plötzlich hast. Oder dass du nicht mehr richtig atmen kannst und dadurch eben die Artikulation nicht mehr richtig funktioniert. Manche haben sogenannte Inkontinenz, also wo dann zum Beispiel auch schon der Darm und die Verdauung dort ja, gewisse Regeln und gewisse auch öffnen und schließen nicht mehr beherrschen. Das können auch nur punktuell sein oder auch sogar regelmäßig in Träumen sein. Und warum das so schmerzhaft ist? Weil die Außenwelt natürlich nur sieht, dass jemand wie ein Alien oder wie, naja, ist ein Psycho, auf diese ja, körperliche Reaktionen in uns reagiert. Und das gibt uns das Gefühl von abgelehnt sein oder sogar im Vorfeld schon, dass viele davor Angst haben und sich dann eben zurückziehen. Also sie schämen sich und geleitet durch diese Angst treiben sie sich selbst in die Isolation und in die Abschottung. Was sind die Folgen, wenn du diese drei emotional wirklich schmerzhaften Muster und Folgen, Reaktionen, du nicht behandelst. Und auch wenn diese Plateauphasen nicht ja, angegangen und mit einem hilfreichen Setting von dir behandelt bzw. verändert werden, führt natürlich zu noch mehr Isolation, zu noch mehr Abgeschiedenheit, zu noch mehr Frust, Ungeduld, Unzufriedenheit. Und deshalb lade ich dich dazu ein, und da ist jetzt natürlich die Lösung dazu. Diese Dinge, wenn du jetzt in diesem Video erkannt hast und du sagst, boah, das ist ja bei mir auch der Fall, erstmal wirklich einzugestehen. Also wenn du wahrnimmst und dann auch, dass diese Dinge anerkennst, dass diese da sind, das ist ja keine Sünde, sondern das sind Folgen deiner ehemaligen Erfahrungen und ganz natürliche Schutzreaktionen. Das heißt, wenn du diese aber heute erkennst und wahrnimmst, dann nimm diese ernst und du kannst dann, wenn du magst, natürlich nur dann versuchen, diese wirklich anzugehen und diese durch somatischen Gewahrsein, durch Körpergewahrsein und durch noch mehr traumasensitive Achtsamkeit dann wirklich Stück für Stück aber verändern. Dafür habe ich auch einige Beispiele in meiner Akademie erlebt und auch an mir selbst das erfahren. Und ich ermutige dich, das zu tun. Und wenn du jetzt natürlich Fragen und Kommentare hast, dann teile diese. Ich freue mich sehr darüber. Oder schließe dich unserer Akademie, unserer Community an. Und ich wünsche dir jetzt erstmal alles Liebe, Gabriela. 'Cause it feels like home.